Hilfe! Oh mein Gott! Hallo? Hallo, lassen Sie mich hier raus! Scheiße! Niemand was sagen! Machen Sie den Kofferraum auf! Ich kann nicht mehr! Ich krieg hier keine Luft! Von mir. Bitte, Sie tun mir doch. Wo bringen Sie mich denn jetzt hin? Hilfe! Oh Gott! So. Mein Name ist Thorsten Hartlieb und ich brauche Hilfe. Seit dem 20. September wird Anja Petschau vermisst. Sie ist Journalistin und meine Freundin. Die Polizei behauptet, dass sie tot ist, aber ich glaube das nicht. Anja lebt. Ich spüre das. Sie hat zuletzt Aufnahmen für einen Radiobericht gemacht. Ihr Aufnahmegerät habe ich gefunden auf einem Parkplatz an der A3 zwischen Frankfurt und Würzburg in der Nähe von Waldaschaff. Von ihr keine Spur. Ich spiele euch jetzt die Aufnahmen vor. Vielleicht erkennt ihr was. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Ihr seid meine letzte Hoffnung. So, ich glaube jetzt. 1, 2, 1, 2. Die Wahrheit über Hänsel und... Ah, Quatsch, nochmal. Die Wahrheit über Hänsel und Gretel. Das hört sich irgendwie bescheuert an. Ja? Ja. Radio Spessart. Eine Frage. Was ist Ihr Lieblingsmärchen? Was? Jetzt antworte doch einfach mal. Tu doch mal so. Lieblingsmärchen? Keine Ahnung. Oh, Thorsten. Was ist denn das für ein Ding? Das ist geil, oder? Habe ich mir gekauft. Ich mache eine Reportage jetzt für Radio Spessart. Wie denn dafür kaufst du dir so ein teures Teil? Die zahlen doch gar nichts, die Idioten. Doch, 80 Euro. Hier ist Radio Spessart. Und beim Klopfen des Spechts war es 15 Uhr. Hallo draußen im Spechtland. Hier ist euer Robert mit aktuellen Hits und aktuellen Informationen. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen. Und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er auch das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Riechen Sie das? Das sind Fichten. Ah, es ist wunderbar hier. Oh, könnt ihr das Radio kurz ausmachen, dann würde ich schon mal was aufnehmen. Ja, natürlich, natürlich. Herr Ossek, Hänsel und Gretel, nicht einfach nur ein Märchen, sondern ein historisches Ereignis? Ein historisches Ereignis, das ist meine Theorie. Sie sind ja Märchenarchäologe. Heißt das, Sie glauben an Hexen? Nein, das tue ich nicht. Aber das muss man auch nicht. Kennen Sie Schliemann? Sie meinen jetzt den Herr Troja ausgegraben hat? Ja, ganz genau. Und alles, was er dafür in der Hand hatte, war die Ilias und die Odyssee von Homer. Ne? Also eine Geschichte voll mit Zyklopen und Hexen und Göttern, also alles übernatürliches Zeug. Aber zum Schluss hat er die Stadt gefunden, ne? Und den Schatz. Beides vollkommen real. Ja gut, aber die Ilias ist ja eine Sage, die auf wahren Begebenheiten beruht und Hänsel und Gretel ist doch ein Märchen. Na, Moment mal, wer sagt denn, dass Hänsel und Gretel nur ein Märchen ist? Ich stehe hier an der A3 bei Waldaschaff. Oh Gott, jetzt kommt schon wieder ein Auto. Ich stehe an der A3 und hier wurde ein kleines Areal archäologisch... Fuck, das geht doch so nicht. Herr Ossek, das geht hier einfach nicht. Ja, dann kommen Sie doch einfach hier. Graben wurde jetzt hier drüben, da ja, sieht man das ja noch. Was haben Sie denn entdeckt? Ja, also bis zum Bau der Autobahn stand hier ein altes Fachwerkhaus mit Scheune. Das war hier drüben und wir haben auch ein paar Kohlmeiler gefunden. Das war dann wieder hier. Was heißt das? Na, also der Vater im Märchen war ja Holzhacker. Ne? Das heißt eigentlich, wir haben es gefunden, das Vaterhaus von Hänsel und Gretel.
Wie kommen Sie jetzt darauf? Naja, also es ist ja ganz einfach. Die Gebrüder Grimm haben das Märchen 1812 veröffentlicht, ne? Aber es ist ja viel, viel älter, ungefähr 17. Jahrhundert. Und wo kommt es her? Na, wissen Sie es? Es kommt genau von hier, ja, aus dem Hochspessart, und zwar genau von hier. Sie meinen jetzt also genau hier, wo wir jetzt stehen, ja, oder? Nein, aus dem Hochspessart halten, Sie verstehen mich doch. Also man muss das Märchen ja nur richtig lesen. Ja? Also da wird doch zweimal eine große Teuerung erwähnt. Ja? Not in allen Ecken. Sie wissen, ja, ja, aber was sagt Ihnen das? Naja, also ich habe das ja alles recherchiert. Also am Ende des 30-jährigen Krieges, da haben hier in relativ kurzer Zeit aufeinander in Laufach zweimal große Heere gelagert. Zuerst waren das die kaiserlichen Truppen nach der Schlacht von Allersheim unter General Gehlen. Und nicht lange danach waren das die schwedischen Truppen unter einem gewissen Karl Gustav Wrangel. Also zweimal hintereinander Mord, Totschlag, Brandschatzung, Plünderung, alles, was ihm dazugehört. Gut, aber das beweist jetzt, also vielleicht verstehe ich es auch noch nicht, aber es beweist doch immer noch nicht, dass das hier das Vaterhaus von Hänsel und Gretel war. Ich meine, es könnte ja irgendein Haus gewesen sein. Ja, ich verstehe Ihre Skepsis. Es kommt aber noch was dazu, und das ist nämlich der Flurname, ob Sie es glauben oder nicht, aber der Wald da drüben heißt tatsächlich Hexenwald. Hier hinten? Ja, genau. Jetzt nehmen wir doch einfach mal an, dass es tatsächlich der Hexenwald ist, also der Wald aus Hänsel und Gretel. Ne? So, dann muss man doch davon ausgehen, dass das Vaterhaus östlich davon steht. Und zwar eben genau hier. Warum? Naja, was hat Hänsel gesagt, als er sich noch einmal zum Haus umgeblickt hat, ja, zurückgesehen hat? Hm? Was hat er gesagt? Ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Und was hat die Stiefmutter darauf geantwortet? Sagen Sie es mir. Das ist die Morgensonne. Hänsel und Gretel sind also nach Westen gegangen. Und das ist genau in unserem Hexenwald, genau hier, genau da drüben. Ha, Fichten! Und du, wer bist du? Ich bin Luis. Ich bin 8 Jahre alt und ich komme aus Laufach. Oh Gott, wo führt dieser Mann uns hin? Und was machst du hier? Ich werf Steine, wie Hänsel. Kennst du das Märchen, ja? Magst du das? Nö, ich mag Clone Wars, aber ich krieg 5 Euro dafür. Oh Gott, Kinder sind echt furchtbar. Kommen Sie? Ja! Sehr gut. Weg? Ja, bitte. Sie haben jetzt Louis die Steine gegeben. Warum? Das ist vollkommen richtig, ja. Wir spielen sozusagen das Märchen nach. Das ist experimentelle Archäologie. Louis wird uns vom Vaterhaus zum Hexenhaus führen. Okay. Warte, ich muss ja, kurz niesen. Nee, du mach nur ruhig weiter. Ja, immer einen nach dem anderen Kieselstein fallen lassen. Ja, ja. Gut. Sehen Sie, er macht das auch gar nicht schlecht, ja? Jetzt stehen wir hier mitten im Wald. Louis, du hast keine Steine mehr, oder? Nö. Herr Ossek? Ja? Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt machen Sie nochmal das Mikro aus. Das Experiment hat uns mitten in den Wald geführt, wie Hänsel und Gretel. Aber hier steht ja jetzt kein Hexenhaus. Nein, das ist richtig. Ich habe aber auch nicht nach einem Haus gesucht, sondern nach einer Lichtung. Ach so, verstehe, nach einer Lichtung. Ja, bitte, Frau Petscher, man muss schon genau sein. Also im Märchen wurden Hänsel und Gretel in den Wald geführt von ihren Eltern. Dann haben sie ein Feuer gemacht. Und wo macht man ein Feuer? Auf einer Lichtung. Herr Ossek. Wir suchen doch jetzt nicht mitten im Wald nach einer 400 Jahre alten Lichtung. Ja, aber natürlich. Vielleicht sind aber in der Zwischenzeit Bäume gewachsen? Ja, davon gehe ich nicht aus. Alter, der Typ hat doch echt nicht mehr weiter. Ach, Scheiße, jetzt ist das Ding schon wieder an. Unser schöner Spessart, Heimat von Hänsel und Gretel, der Märchenarchäologe Georg Ossek hat nach neuesten Erkenntnissen... Boah, das ist eine Scheiße. Thorsten? Ja. Thorsten, komm doch mal bitte kurz. Hör doch mal kurz mit mir, ich bin mir hier irgendwie unsicher. Machst du jetzt was über Vögel? Oder? Nee, das ist diese... Das ist die Atmo aus diesem Hexenwald. Ja, und? Na, da sind doch immer diese Stimmen, hörst du das? Nee, ich höre nichts. Kommst du jetzt zum Essen?
ich mich darauf verhört, aber das hat sich für mich im Moment lang wirklich so angehört, als wäre das. Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken und die Kinder hörten, wie die Stiefmutter nachts im Bette zu dem Vater sprach. Wir haben noch einen halben Laib Brot. Hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie tiefer in den Wald führen. Dem Mann fiel es schwer aufs Herz, aber die Frau schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muss auch B sagen. Herr Dr. Beitz, Sie sind Psychologe. Man sagt, Volksmärchen haben sich tief in die deutsche Seele eingebrannt. Welche Bedeutung hat denn das Märchen Hänsel und Gretel eigentlich? Wollen Sie jetzt hören, dass Märchen intrapsychische Vorgänge ausdrücken? Die nahrungsspendende Hexe als die große Mutter, die Wandlung im inneren Feuer der Leidenschaft, oder? Ja, vielleicht. Alles Quatsch, totaler Quatsch. Ich dachte einfach, dass schon so ein Funke Wahrheit in den Märchen steckt. Also ich meine, ich habe da jemand interviewt, zum Beispiel, der sagt, Hänsel und Gretel beruht auf wahren Begebenheiten. Ah. Mhm. Was sagen Sie dazu? Frau Petscher, von wann ist die Geschichte? 1630, 1640. Da war 30-jähriger Krieg. Ein Drittel der Bevölkerung wurde abgeschlachtet, aufgespießt, verbrannt, vergewaltigt. Pest grassierte, Syphilis herrschte. Überlegen Sie mal, wenn Sie nichts zu fressen hätten, was würden Sie mit Kindern machen, die nicht Ihre eigenen sind? Also ich würde wahrscheinlich versuchen, sie durchzubringen, oh, oder? Nein, das würden Sie eben nicht. Wie bitte? Also ich... Frau Petschau, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Hänsel und Gretel ist ein grausames Märchen. So grausam wie der Mensch. Hänsel und Gretel ist wahr. Da bin ich total sicher. Sag mal, sehe ich das richtig? Ja? Hast du mein neues Aufnahmegerät in unser Bett gelegt und nimmst uns auf? Ja, das ist für deine Sendung. Du bist so eine Sau. Radio Specht. Das gibt's ja nicht. Das ist ein ernstes Gerät. Oh. Was ist das denn? Was ist denn jetzt noch an? Ich weiß nicht. Petscho? Ach, Herr Ossig. Was? Jetzt? Also es ist 23:30. Ja, natürlich will ich Ihre Geschichte. Natürlich. Okay. Na gut, ich komme. Bis gleich. Oh. Tut mir echt leid. Was ist dieser Spinne? Ich muss leider noch mal weg. Das machst du nicht. Nicht um diese Zeit. Du fährst da nicht hin. Jo, wo ist es denn jetzt? Ich hab gedacht, du warst schon mal hier. Mann, Spaßvogel, da warst du doch nicht mitten in der Nacht. Komm. Ja, das bringt doch nichts. Ach, da war was an meiner Hand. Nein, lass uns nach Hause gehen, komm. Jetzt warte doch mal, das muss hier ganz in der Nähe sein. Warte mal, hast du es gehört? Was denn? Stimmen oder was? Hm? Ach, jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch, hör doch mal da. Herr Ossig? Hier ist es, ich hab's gefunden, ich hab's ja gewusst, ich habe es gewusst. Ein Seil, hier, ein Seil. Sie haben ein Seil gefunden? Ja, aber doch nicht irgendein Seil. Nein, sind Sie wahnsinnig, es ist ein Handseil, wie im Märchen. Verstehen Sie, der Vater hat doch mit einem Seil einen Stock an einen Baum gebunden. Das ist der Baum, das ist das Seil. Hier sind Sie, hier ist die Licht. Nochmal zusammen. Und du bist jetzt mal still, Thorsten. Ja, also sehr gerne. Das ist die Lichtung, auf der damals Hänsel und Gretel das Feuer gemacht haben. Entschuldigung, tut mir leid. Kein Problem. Ich habe sie gefunden. Mit experimentellem Steine werfen. Ja, vollkommen richtig. Nur mit dem Unterschied, dass dieses Mal kein Kind die Steine geworfen hat, sondern ich selber. Und?
Naja, der Unterschied liegt ja auf der Hand. Weil ich größer bin, habe ich die Steine in einen größeren Abstand fallen lassen. Ja. Der Vorrat hat länger gereicht, für einen längeren Weg. Er hat mich zu dieser Lichtung geführt. Und das ist die Lichtung, nach der wir gesucht haben. Die Lichtung von Hänsel und Gretel. Ah, und das ist der Unterschied. Hans und Grete. Die beiden waren keine Kinder. Das waren Erwachsene. Und genau das hat dieses Experiment ans Tageslicht gebracht. Tageslicht. Tageslicht kann ich nicht so viel erkennen im Moment. Hans und Grete, sie waren Erwachsene. Und das hat mein Experiment ans Tageslicht gebracht. Ja, der Typ ist gestört. Der hat eine Meise. Der ist irgendwo entlaufen oder so. Anja? Ja? Schläfst du schon, oder? Nee, ich denke nur nach. Ihr macht doch in eurem Institut diese C14-Altersbestimmung. Ja. Damit könnte man doch eigentlich rausfinden, wie alt so ein Seil wirklich ist, oder? Was war eigentlich mein Lieblingsmärchen? Froschkönig. Hat so ein schönes Ende. Heinrich, der Wagen bricht. Nein, es ist ein Band von meinem Herzen. Okay, wollen wir? Ja, können loslegen. Ich spreche mit Thorsten Hart. Nein, stopp. Du kannst ja natürlich nicht sagen, dass ich hier, das darf doch niemand wissen, dass ich das hier mache. Sie haben das Seil aus dem Hexenwald mit der C14-Methode untersucht. Genau. Also ich habe zunächst das Material reduziert zu reinem Kohlenstoff. Und die Probe wurde dann über Nacht hier in eine 4%ige Natronlauge bei 60 Grad eingelegt und gekocht. Und dann habe ich es anschließend einer... Wir sind immer noch kein Fernsehen, das kann doch kein Mensch sehen. Also sag doch einfach, wie alt das Scheißding ist, okay? Ja, gut. Also das Material ist ungefähr 350 Jahre alt. Man kann also sagen, dass das Fundstück zwischen 1640 bis 1660 hergestellt worden ist. Heißt das, dass es möglich ist, dass das Seil ist, was in dem Märchen von Hänsel und Gretel erwähnt wird? Ja, es könnte das Seil von Hänsel und Gretel sein. Danke. Luftbildarchäologie. Was heißt das? Das bedeutet, wir suchen nach Bewuchsmerkmalen im Wald. Wissen Sie, Pflanzen reagieren auf das, was im Untergrund ist und wachsen dementsprechend. Wenn wir jetzt mit ein paar hundert Meter Abstand drüber fliegen, dann werden diese Muster deutlich. Hört sich das Hexenhaus. Sehen Sie zu nah dran, könnten wir ja gar nichts sehen. Das ist wie bei Ameisen, die über den Teppich laufen, die erkennen ja das Muster auch nicht. Und wer zahlt das alles? Meine Scheiben sind ziemlich teuer. Nochmal bitte, ich hab's akustisch nicht verstanden. Wer zahlt das eigentlich alles? Das ist doch sehr teuer. Zahlt! Aha. Große Dinge ereignen sich im Hexenwald im Spessart. Das Team um den Märchenarchäologen Georg Ossek ist mittlerweile auf 8 Leute angewachsen. Alle suchen fieberhaft nach dem Hexenhaus und sind sich ziemlich sicher, es bald zu finden. Neben mir steht Lea Wenz, Archäologiestudentin. Hallo Lea. Hallo. Du hast ein interessantes Gerät da. Was ist das? Das ist ein Fluxgate-Radiometer. Fluxgate? Radiometer, genau. Okay, was macht man damit? Damit suche ich gerade den Erdboden nach magnetischen Störungen ab. Aha, geht man hier so lang und... Genau, und das funktioniert so, dass ich aus dem Flugzeug gemeldet bekomme, wo Muster im Wald zu finden sind. Und wir bewegen uns hier auf einem Muster und in diesem Muster erwarten wir magnetische Störungen zu finden. Ja, und dann? Was heißt das? Das bedeutet, dass diese Störungen auf menschliche Eingriffe schließen lassen. Also wir finden dann möglicherweise Grabstätten, Hausfundament. Ich wäre immer gerne eine Prinzessin gewesen. Eigentlich bis heute. Und so einen Frosch hätte ich auch gern gehabt. Nicht zum Küssen. Ich hätte ihn einfach nur gern gegen die Wand geschmissen. Frau Schwarz, das Gerät läuft jetzt. Ich hätte wirklich nur ein paar kurze Fragen.
Ich möchte nicht vors Mikrofon. Wir machen das ganz schnell, ja? Frau Schwarz, Sie finanzieren Herrn Ossecks Suche nach dem Hexenhaus. Warum? Sind Sie Märchenfan? Ja, auch das. Das heißt, es gibt noch einen anderen Grund dafür? Ja, den gibt es. Habe ich mir nämlich gedacht. Ich meine, wer so viel Geld in eine Sache investiert, der wird einen guten Grund haben. Das heißt, die Sache ist für Sie mehr als ein Hobby. Hören Sie mal, ich habe Krebs. Und ich möchte, bevor ich sterbe, noch was bewegen. Reicht Ihnen das als Erklärung? Hier ist Radio Spessart. Und beim Klopfen des Spechts war es 18 Uhr. Hallo draußen im Spechtland. Hier ist wieder euer Robert. Gleich mehr über das Hexenhaus in Spessart. Vorher aber ein paar Takte. Die Märchenscheiße, wie lange willst du das eigentlich noch machen? 3 Wochen für 80 Euro. Ey, Thorsten, du hast, glaube ich, echt noch nicht kapiert, was das für ein Riesending wird. Das gebe ich doch nicht Radio Spessart. Damit gehe ich natürlich zum WDR. So ein Quatsch, das wird doch nichts. Doch, die kennen mich. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht. Das will doch keiner hören. Ein Prinz. Will ich einen Prinzen? Ja. Werde ich wohl noch eine Weile suchen müssen. Okay. Okay. Wir, okay. 1, 2, 3. Ja. Die Märchen. Ja, wir in der Literaturwissenschaft unterscheiden grundsätzlich zwischen Kunstmärchen und Volksmärchen. Kunstmärchen haben einen einzelnen Verfasser, der namentlich bekannt ist. Volksmärchen gehen auf traditionelle Überlieferungen zurück. Wissen Sie, ich bin jetzt 30 Jahre Professor der Germanistik und habe mich in dieser Zeit mit schier unzähligen Volksmärchen beschäftigt und diese auch analysiert. Bei keinem einzigen lässt sich genau zurückverfolgen, wo der Ursprung liegt. Sehen Sie, es ist ja so, bevor die Bäckerei sind. Wissen Sie, zu behaupten, das Hexenhaus würde im Spessart stehen, ist reine Bauernfälle. Wie lange wird das jetzt ungefähr dauern? Naja, die Erfahrung zeigt eigentlich, dass es sich so Ich hab was gefunden. Ich muss ganz kurz, wenn Sie doch einfach mitkommen würden. Ja. Hier. Ja, Lea, zeig doch mal her, gib mal den Spachtel. Oh, was so. Ist denn das? Meinst du hier? Ja, da. Ja. Mein Gott. Anja, das ist ein historischer Moment. Kommen Sie doch her, ich zeig's Ihnen. Ja. Diese Verfärbung hier, das ist Holz, ja? Ja. Da war die Stütze eines Gefachs. Lea, ich brauche mal einen Pinsel, bitte. Ja, bitte hier. Nein, doch nicht diesen dicken hier, ich will ja keine Wand anmalen. Hier. Dankeschön. Hier, schauen Sie doch ja, näher. Ja. Da ist noch Lehm dran, das sind die Überreste der Gefachfüllung, hier. Das heißt, das war mal ein Fachwerkhaus? Ja, das war ein Fachwerkhaus. Aber nicht irgendeins. Archäologe Georg Ossek nach langer Suche endlich das Haus der Lebkuchenhexe gefunden. Damit ist bewiesen, dass das Märchen Hänsel und Gretel der Gebrüder Grimm auf Tatsachen beruht. Der Name Ossek wird in Zukunft in einer Reihe mit Schliemann, Koldewey und Evans genannt werden. Die deutsche Märchengeschichte muss neu geschrieben werden. Thorsten? Als es Mittag war, sahen Hänsel und Gretel ein schönes, schneeweißes Vögelein auf dem Ast sitzen. Das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her. Und sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten. Und als sie ganz nahe herankamen, so sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebacken war und mit Kuchen bedeckt. Aber die Fenster waren von hellem Zucker. Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab. Und Gretel stellte sich an die Scheiben und knupperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus: Knupper, Knupper, Kneißchen, wer knuppert an meinem Häuschen? Mir glauben, die Stadt Laufach, ich als Bürgermeisterin, wir sind sehr glücklich, dass unsere Heimat jetzt auch die Heimat von Hänsel und Gretel ist. Frau Kranzmacher, super Interview geworden. So. Ja. Für wen machen Sie das eigentlich? Wird ein Stück von WDR. Was ist das? Und was denn? Ich wollte senden. Also, jetzt hat sich dieses Gerät doch tatsächlich schon wieder einfach umgeschaltet. Ich verstehe das nicht. Gib mal her jetzt. Weg damit mit dem Ding. Ich hab die Schnauze jetzt voll. Jetzt gib mir mein...
Ja, siehst du, genau das ist es. Du legst nämlich nur an dich und an deine Scheißkarriere. Okay, jetzt läuft's. Kannst du es bitte einfach nochmal sagen? Ja. Das Hexenhaus hatte nur einen Raum und war nicht unterkellert. Das ist für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich gewesen. Grundfläche 10 mal 15 Meter. Mhm. Habt ihr sonst noch was gefunden? Ja, natürlich. Kommt doch mal raus, eines Buntschuhs. Ist das jetzt Leder oder? Ja, ja, ja. Wahrscheinlich 17. Jahrhundert. Das ist eine zerbrochene Türangel. Mhm. Und sonst habt ihr gar nichts gefunden? Wie, gar nichts? Also das ist ja wirklich sehr viel. Was hast du denn erwartet, dass wir jetzt Lebkuchen aus... Frau Schwab! Wie geht es Ihnen? Danke der Nachfrage. Wahnsinn, Georg hat echt das Hexenhaus gefunden. Sagen Sie, hätten Sie vielleicht eine Sekunde Zeit für mich? Ich meine, irgendwie wäre es super, Sie würden jetzt was dazu sagen. Na gut, dann schießen Sie mal los, Frau Petschau. Frau Schwarz, Sie haben jetzt eine Menge Geld in diese... Was sagen Sie dazu? Frau Schwarz? Hören Sie das? Was denn? Diese Stimme. Stimme? Ach, vergessen Sie es. Wie war die Frage? Sag mal, glaubst du eigentlich, dass es sowas wie Geister gibt? Also ich meine jetzt nicht so wie in den Filmen, jetzt nicht so Ghostbuster-artig, sondern so... Ich meine eher sowas wie Stimmen aus der Vergangenheit. Vergangenheit? Puh, wieso? Nur so? So, wollen wir nicht nach Rom fahren? Rom? Wie kommst du jetzt darauf? Ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen. Ist das jetzt so eine Art Antrag oder wie soll ich das verstehen? Mhm. Ja, vielleicht, ja. Jetzt mach doch mal das Ding aus. Ja. Darf ich dich ganz kurz vorstellen? Das ist Professor Vermeulen. Mhm. Guten Tag. Ja, ja, Vermeulen. Wir kennen uns noch aus der Universität, obwohl ich seine Seminare damals immer geschwänzt habe. Ja. Herr Vermeulen ist forensischer Anthropologe, mhm, und hilft uns hier bei der Ausgrabung. Heißt das etwa, ihr habt sie... Also wir vermuten, dass hier ein Ofen stand. Die Knochen deuten zumindest darauf hin, sie sind verkohlt. Also die Person war eher klein, 1,54 Meter. Wahrscheinlich also eine Frau. Möglich. Die Person hatte sicher furchtbare Zahnschmerzen. Das Loch hier, da kann ich meinen Finger durchstecken. Oh. Das war eine eitrige Fistel im Knochen, verursacht durch Karies. Also die Dame hat wohl ziemlich kohlenhydratreich gegessen. Ja, wahrscheinlich hat sie einfach Lebkuchen gegessen, oder? Ja. Ist es denn jetzt irgendwie möglich, schon zu sagen, woran sie gestorben ist? Noch nicht genau. Es gibt mehrere Verletzungen. Mehrere gleich? Mhm. Eine beispielsweise ist hier am Schädel. Ja, der Hinterkopf ist zertrümmert, flachgedrückt. Ja. Gewalteinwirkung mit einem stumpfen Gegenstand. Heißt das jetzt, sie wurde ermordet? Mhm. Hier unten sehen Sie, ist eine Kerbe im Speichenknochen des linken Unterarms. Wahrscheinlich von einer Klinge. Eine typische Abwehrverletzung. Ich mach das mal frei. Das heißt, sie hat sich gewehrt. Und hier beim zweiten Halswirbel ist der Wirbelfortsatz abgesprengt. Nun, der Person wurde von vorne ein Dolch in den Hals gestoßen. Verstehe. Wenn es also die anderen Verletzungen nicht waren, das hier war auf jeden Fall tödlich. Es ist Nacht. Sie ist allein zu Hause. Es klopft. Sie hat Angst, öffnet nicht, aber das Klopfen wird lauter. Dann wird gegen die Tür getreten. Die Türangel zerbricht. Die Fremden verschaffen sich Zutritt. Hans und Grete. Die beiden stehen der Frau für einen Moment gegenüber. Hans schlägt mit seinem Säbel zu. Sie kann den Hieb mit dem Arm abwehren. Von hinten nähert sich Grete, einen Holzscheit in der Hand. Grete schlägt mit voller Wucht zu. Der Schädel bricht. Die Frau stürzt zu Boden. Hans oder Grete stoßen einen Dolch in den Hals. Aber warum?
Ich, also was ich so verrückt finde, Hänsel und Gretel, das war für mich einfach immer nur ein Märchen. Und jetzt liegen da die Knochen von einem Menschen, der wirklich gelebt hat. Glaubst du, das war wirklich die Hexe? Anja, du riechst gut. Darf ich wenigstens fragen, warum? Erklären Sie es mir doch. Wenden Sie sich bitte an das Landesamt für Archäologie. Was ist denn jetzt hier los? Die haben ja alles abgesperrt. Was? Ja, aber Moment mal, wir graben doch hier hinten. Ja, das ist Privatgelände, bitte verlassen Sie. Wie bitte? Wir gehen jetzt, ja? Gehen Sie bitte. Entschuldigen Sie, ganz kurz. Das hier ist eine archäologische Fundstätte. Ja, wir machen hier alle nur unseren Job, bitte. Hier ist unser gesamtes Material gelagert. Einfach ein Privat. Finger weg! Und fassen Sie mich nicht an! Das ist eine Unverschämtheit! Da packte die Hexe Hänsel mit ihrer dünnen Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Er mochte schreien, wie er wollte, es half ihm nichts. Dann ging sie zu Gretel, rüttelte sie wach und rief: »Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes. Der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen.« Frau Schwarz, hören Sie mich, hier ist Ossek. Ich habe Sie auf laut gestellt. Anja Petscher ist auch bei mir. Hallo. Ja, gut. Hören Sie, wir wurden mit massiven Problemen konfrontiert. Eine gewisse Zuho GmbH Nürnberg hat das ganze Gelände, zumindest den Wald, alles einfach gekauft. Sie haben es abgesperrt. Wir kommen nicht mehr zur Ausgrabungsstätte. Zuho GmbH? Der Forstbetrieb? Ja, genau. Wir haben auch schon versucht, dort anzurufen, aber da geht einfach nie jemand ans Telefon. Die machen uns jetzt alles kaputt! Wir müssen was tun, Sie müssen was tun, Frau Schwarz! Wie sieht's denn da aus am Fundort jetzt? Naja, angeblich kümmert sich das Landesamt drum, aber Gott, wer weiß. Ja, aber ist doch gut. Na, das ist wirklich überhaupt nicht gut, Frau Schwarz. Wir brauchen Ihre Hilfe. Ja. Sie müssen mit der Bürgermeisterin sprechen oder sich an das Landesamt wenden. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt aber auf Dienstreise. Ich kann das jetzt nicht machen. Sobald ich zurückkomme, kümmere ich mich drum, ja? Ich muss aber jetzt wirklich Schluss machen. Es ist jetzt 2 Uhr nachts. Die haben hier einen Zaun ums ganze Gelände gezogen. Ich hoffe echt, mich erwischt ihr. So, ich bin jetzt drin. Sieht alles ganz normal aus. Meinst du, das gibt's doch nicht. Sie ist weg. Die Knochen sind weg. Fuck. Oh nee, jetzt gibt's auch noch die Taschenlampe. Haben wir noch Milch? Lass uns doch hier von dem noch probieren. Sag mal, kennst du eigentlich Quedlinburg? Nö, muss ich aber auch nicht, oder? Ja, ich dachte nur, vielleicht haben wir mal Lust, ein Wochenende dahin zu fahren. Wir wollten nach Rom. Ja, ich weiß, aber das eine schließt doch das andere nicht aus. Und jetzt, warum ausgerechnet Quedlinburg? Du, das ist echt interessant. Und zwar Knupper, Knupper, Kneißchen. Ja, das ist Quedlinburger Dialekt. Na und? Ne, das ist Georg aufgefallen im Originaltext von 1812. Du, das heißt, die Hexe muss aus Quedlinburg kommen. Und ich dachte, wir könnten da mal hinfahren und gucken, ob es da noch irgendwelche Unterlagen aufzeigt. Aber der Typ, der will noch was von dir. So, okay. Ja, dann bitte. Quedlinburg wurde 922 das erste Mal schriftlich erwähnt. In einer Urkunde von König Heinrich dem I. Hier im Stadtarchiv lagern also Dokumente aus den vergangenen 1000 Jahren. Kirchenbücher, Gerichtsakten, Kupferstiche, Taufdokumente. Ja, war das gut so? Ja, sehr gut. Ich denke, ich habe jetzt auch alles. Ja, ja, schön. Sagen Sie, und was genau wollen Sie recherchieren? Wirkliche und akkurateste Beschreibung der hochnotpeinlichen Befragung der Katharina Schraderin, genannt die Backerhexe. In der Fragstatt zu Quedlinburg wurde neulings examiniert die Jungfer Katharina Schraderin, vulgo Backerhexe, so im Spessart in einem einsamen Gemäuer hausieret. Sag mal, warum soll ich das eigentlich lesen? Und warum unter dieser bescheuerten Decke? Mann, Thorsten, ich brauche einfach eine männliche Stimme. Und wenn du es unter der Decke liest, dann klingt es eben, als wäre es im Studio aufgenommen. Die Zeugen sagten auch,
Wenn die Schraderin die Menschen hätt ins Haus gelockt, sperrt sie sie in einen Stall und karessiert ihren Wanst. Wenn sie wohl gerundet seint, sticht sie die Hexe ab, backt sie und frisst sie auf. Die Katharina ruhig, betreffs der Öfen könne sie nicht sprechen, was sie dort tue, sei des Kaisers. Hiebei bleibt sie auch standhaft, wie ihr der Schaf. Katharina Schraderin, der Name taucht das erste Mal 1641 auf, in einer Urkunde des Domstifts. Wenn Sie mich mal lesen lassen würden, dankeschön. Katharina Schraderin, Küchenhilfe, 7 Taler, 11 Groschen und 4 Pfennige. Das ist Ihr Lohn? Mhm, für ein Jahr. Und 1645 bekommt sie das Fünffache. 37 Taler, 5 Groschen, 9 Pfennige. Mehr als der Stadtschreiber damals verdiente. Ja, warum denn so viel? Hier, sie wird auf einmal als Lebzelterin geführt. Ich nehme an, das bedeutet dann Lebkuchenbäckerin? Exakt, ja. 1646 verließ sie Quedlinburg und bezog im Spessart ein Haus. Hier, um ihr Handwerk auf eigene Rechnung auszuüben. Ja, und dann? Da kommt doch dann direkt der Prozess. Ja, weil ein gewisser Hans Metzler sie als Hexe denunziert hat. Du hattest doch die Prozessakte. Lies doch mal gerade. Ja, natürlich. Was haben wir denn hier? Hans Metzler. Hans Metzler hat die kuriosen Kuchen selbst geschmeckt und dem Profos berichtet, sie seien süß wie Teufelsdreck und als er sie gegessen, sei er in Morpheus Arme gesunken. Gotteslästerliche Träume hat er gehabt und viehische Begierden seien ihn überkommen. Der wollte sie fertig machen. Was ist denn da kaputt? Können Sie den Fehler mal genauer beschreiben? Also zum einen, es gerät ständig von alleine an. Brummen, ja? Was ist denn zum Brummen? Ja, immer bei der Aufnahme. Ich habe keine Ahnung. Ja? Kriegen wir schon hin. Streck deinen Finger heraus. Ey, jetzt hat sich das Gerät einfach schon wieder angeschaltet. Der hat echt behauptet, er hat das repariert. Ich meine, sowas stelle ich mir wirklich anders vor. Also, was ich mir anders vorstelle? Ein Wochenende mit meiner Freundin. Du hängst doch nur mit diesem Typ ab. Der Ossek spinnt ja wohl total. Das ist dir hoffentlich klar. Mann, Thorsten, der ist einfach ein bisschen unorthodoxer als andere. Unorthodox, der ist überhaupt kein Archäologe. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Das wusstest du gar nicht, oder was? Der war mal Grundschullehrer. Der ist aus dem Dienst entlassen worden. Psychische Probleme. Gaga, der ist kein Plan, der Typ. Ja, doch, der ist schizophren. Der ach, Mann, jetzt der ist doch okay, läuft jetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, mein Name ist Georg Ossek und ich kenne die Wahrheit über Hänsel und Gretel. Genauer gesagt über Hans und Grete Metzler. Hans Metzler war Nürnberger Hofbäcker. Irgendwie hat er gehört, dass Katharina Schraderin in Quedlinburg den Lebkuchen erfunden hat. Natürlich wollte er das Rezept, koste es, was es wolle. Als erstes hat er Katharina denunziert und behauptet, sie sei eine Hexe, um sie so aus dem Weg zu schaffen. Sie aber widerstand dem hochnotpeinlichen Verhör. Der Plan ging also schief, sie wurde freigesprochen. Daraufhin ist sie in den Spessart geflüchtet, aber Hans und seine Schwester Grete sind ihr gefolgt. Sie haben Katharina bestialisch ermordet und das Rezept gestohlen. Daraufhin sind sie... Sag mal, Anja, hörst du mir überhaupt zu? Ja. Metzler, verstehst du? Nürnberger Lebkuchen. Hallo, die Firma Metzler verkauft heute noch Lebkuchen in Nürnberg. Das kann doch nicht wahr. Und weißt du noch was? Kannst du bitte das Mikro wegnehmen, das muss unter uns bleiben. Aber unsere verehrte Frau Schwarz, ihr Mädchenname ist Metzler. Was? Sie ist die Firmenchefin von Metzler Lebkuchen in Nürnberg. Aber Gretel merkte, was die Hexe im Sinn hatte und sprach, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wie komme ich in den Ofen hinein? Dumme Gans, sagte die Alte, die Öffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein. Da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Hu! Da fing die Hexe an zu heulen, ganz grauselig. Und so schmeckt Weihnachten. Mann, jetzt geh doch ans Telefon, echt. Metzler-Liebkuchen, Sekretär Schwarz, guten Tag. Ja, hier nochmal Anja Petschau. Schwarz jetzt endlich zu sprechen? Tut mir leid. Sie ist zu Tisch und kommt. Kann ich irgendwas... Willst du schon wieder wegfahren? Wir sind doch gerade erst zurückgekommen. Ja, ich fahre nach Nürnberg. Wie jetzt?
Mit dem Ohrsäck oder was? Wieso? Ich hab doch gesagt, dass der einen Knall hat. Das ist ein Psychopath. Aber das ist dir offenbar egal. Wenn du es genau wissen willst, das ist mir auch egal. Mann, ich bin da an einer Riesensache dran, Thorsten. Und ich höre jetzt nicht auf, weil du das gerne hättest. Ich bin Journalistin, verstehst du? Ja, ich möchte nicht, dass du ihn siehst. Jetzt hab ich die Petra? Hallo? Perverses Schwein, ruf! Ah, schönen guten Tag. Sie sind bestimmt Frau Petschau. Wer hat der gemeldet? Und Sie, Herr Dübel? Dübel. Kommt Frau Schwarz gleich, oder? Ja, Frau Schwarz hätte heute gerne Ihre Fragen beantwortet, aber sie liegt im Krankenhaus. Oh. Haben wir ihn schon, unseren Schokoladentank. 50 Tonnen passen da rein. Da haben Sie sicher eine Weile von, oder? Zwei Tage. Metzler Lebkuchen hat sich in den letzten Jahren von einem regionalen Anbieter zu einem internationalen Gebäckkonzern entwickelt. Besonders Frau Schwarz haben wir da viel zu verdanken. Ach, sagen Sie, wo Sie Frau Schwarz erwähnen, Metzler ist doch ein richtiges Familienunternehmen, oder? Ja, vollkommen richtig. Seit der Gründung im 17. Jahrhundert ist die Firma in Familienbesitz. Ein gewisser Hans Metzler hat damals im Jahr 1647 unser Lebkuchenrezept erfunden. Also das Lebkuchenrezept, nach dem wir noch heute original backen. Und man sagt, seine Schwester Grete habe ihn. Frauen, was? Die Frauen. Ja, da hinten haben wir dann jetzt die Backstraße. Kommen Sie. Ich würde gerne noch kurz ein bisschen Atmo auf. Und damit ist die schreckliche Wahrheit von Hänsel und Gretel enthüllt. Blut klebt am deutschen Lebkuchen. Es bleibt einzig die Frage, warum die Brüder Grimm sich in diese Geschichte verstrickten, warum sie die Mörder deckten und eine so furchtbare Tat in ihre Hausmärchensammlung aufnahmen. Anja Petschau für den Westdeutschen Rundfunk. Würdest du mir die Geschichte gerade nochmal erzählen? Wie jetzt? Du willst sie aufnehmen, oder was? Ja, genau. Ey, die Leute mögen sowas. Das ist wirklich, das ist sowas Persönliches kommt immer gut an. Ja, aber gerade weiß eben. Ja, bitte. Ja, gut. Aber auch wirklich nur, weil ich deinem investigativen Journalismus erlegen bin. Ah, warte ja. Mal kurz, ich mach mal die Musik aus, ja? So. Okay. Die Geschichte vom süßen Brei. Ich war damals 8 Jahre. Ich liebte das Märchen vom süßen Brei. Also ich liebte es wirklich. Ich weiß nicht, wie oft ich es gelesen habe. Jedenfalls habe ich mir gewünscht, dass das Märchen wirklich diesen Duft riechen. Ich wollte einmal diesen Brei auf meiner Zunge schmecken. Verstehst du? Mhm. Ja. Also habe ich ihn nachgekocht. Ne? Ich meine, ich habe versucht... meiner Eltern völlig verwüstet war. Ich habe einen Riesenärger bekommen. Aber das Rezept habe ich natürlich nicht rausgefunden. Mhm. Schade. Ach. Danke. Frau Schwarz, Sie wollten mir ja zunächst kein Interview geben. Warum haben Sie jetzt Ihre Meinung geändert? Das haben Sie missverstanden. Ich möchte Ihnen nach wie vor kein Interview geben. Ich habe allerdings Ihren Bericht gehört. Mein Bericht ist doch noch gar nicht fertig. Wie kommen Sie denn bitte an mein Material? Ja, Ihre Behauptung bezüglich der Metzler GmbH und meiner Familiengeschichte, da kann ich nur sagen, das ist doch schon sehr widerlich, wie Sie Ihre kleine Nase in Privatangelegenheiten stecken und sich nicht schämen. Sie begeben sich da auf sehr, sehr dünnes Eis. Und außerdem ist das Ganze völlig absurd. Ja, das denken Sie vielleicht. So, und meine Rechtsabteilung hat eine Unterlassungsklage vorbereitet für Sie. Sie können das gleich mitnehmen. Ich kann es aber auch gerne mit der Post schicken. Und ich kann Ihnen nur einen guten Rat geben. Seien Sie vernünftig. Moment mal, wollen Sie mir jetzt drohen? Oder wie soll ich das bitte verstehen? Keineswegs. Ich möchte, dass wir uns einigen. Und dieses Gerät machen wir jetzt mal aus. Hm? Und 50.000 Euro. Nicht schlecht. Frau Schwarz hätte ihren Namen gerettet und ich mindestens 3 Jahre Urlaub.
Anja? Hallo, hier ist Thorsten. Bist du zu Hause? Geh mal dran, bitte. Vielleicht sollten wir mal reden miteinander, oder? Meld dich mal bitte. Bis dann. Ach, Thorsten. Ach, Anja, eigentlich müssten wir Champagner trinken. Gibt es denn schon einen Sendetermin? Der Eiskaffee? Für mich bitte. Ein Espresso für den Herrn. Vielen, vielen Dank. So, also, Sendetermin. Wann? Das ist jetzt, also, das Stück wird erstmal nicht gesendet. Wie bitte? Verarscht du mich? Die wollten es doch unbedingt haben. Ja, ja, ich weiß, aber jetzt nicht mehr. Also das Thema ist ihnen irgendwie einfach zu weit weg. Was? Das Thema? Hallo, das ist Kulturgeschichte. Was sind denn das für Idioten beim WDR? Ja. So eine Scheiße. Ist schon klar, aber weißt du, es gibt auch andere Sender und Wie andere? Entchen, Entchen, da steht Gretel und Hänsel. Kein Steg und keine Brücke. Nimm uns auf deinen weißen Rücken. Das Entchen kam heran und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu setzen. Nein, antwortete Gretel, es wird dem Entchen zu schwer, es soll uns nacheinander hinüberbringen. Das tat das gute Tierchen, und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen fortgingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor. Und endlich erblickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Aha, und hier sind wir wieder on air mit unserem Specht. Meine Damen und Herren, die neuesten Nachrichten hier live aus unserem Haushalt. Meine Freundin Anja Petschau fickt jetzt einen psychopathischen Märchen. Hör auf damit! Entschuldigung, meine Ex-Freundin, jetzt habe ich, es geht mich ja auch eigentlich überhaupt nichts an, aber nochmal ganz persönlich an Sie die Frage, Frau Petschau, wie ist denn unser Märchenonkel? Mann, hör auf! Nachricht 20. Hallo Anja, ich bin's, Georg. Du, ich, Frau Schwarz hat mich angerufen. Und ich muss mit dir reden, dringend, ja? Ruf mich bitte zurück. Bis dann. Frau Petschau, ja bitte, setzen Sie sich doch. Dr. Weid, ich brauche Ihren Rat als Psychologe. Stimmen. Also, andere hören Sie nicht, die meisten anderen hören Sie auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es ist die Hexe. Die Hexe. Die hast du. Reste ausgegraben und diese Frau, also die Frau wurde ermordet. Und jetzt spricht sie zu Ihnen? Ja. Ja, was sagt sie? Angst. Ja. Ich meine, was bedeutet das denn alles? Was das bedeutet? Das bedeutet gar nichts. Das ist vollkommen irrelevant. Metzler Elisenlebkuchen. Lockerer Teig, feine Gewürze, zart schmelzende Schokolade. Mmh, Metzler Lebkuchen. Seit 1647. So schmeckt Weihnachten. Hier ist Radio Spessart und beim Klopfen des Spechts war es 20 Uhr. Hallo, draußen im Spechtland. Hier ist eure Anja. Herzlich willkommen bei... Entschuldigung. Herzlich willkommen bei Kommt ein Vogel geflogen. Unserer Grußsendung am Abend. Aber jetzt erstmal Musik. Oh Gott. Mama, was ist denn los? Es tut mir total leid. Ich kann nicht. Kannst du das bitte übernehmen? Klar, kein Problem. Die Polizei glaubt, es war Selbstmord. Er soll sich mit einer Pistole in den Kopf geschossen haben. Aber das ist doch totaler Quatsch. Sowas macht er doch nicht. Und ich habe ihn auch noch gefunden. Ja, da lag das ganze Blut, die Augen so... Thorsten, jetzt mach doch bitte die Tür auf. Wo bist du denn? Oh, die Scheiße.
furchtbar. Bitte sprechen Sie nach dem Piep. Thorsten, ich bin's. Anja, ich brauch dich jetzt. Georg ist tot und ich glaube, Frau Schwarz hat ihn umgebracht. Frau Petschau, was ist denn so dringend, dass Sie mich hierher bestellen? Haben Sie denn Ihr Geld nicht bekommen? Doch, das habe ich. Aber Sie sind mir noch eine Antwort schuldig. Oder zwei. Ich verstehe nicht ganz. Warum geben Sie Georg Geld, damit er das Hexenhaus ausgräbt? Und dann mir, damit es niemand erfährt? Das hat private Gründe. Das hat mit den Stimmen zu tun, oder? Sie hören die doch auch. Ja. Diese Stimmen, das ist ein Fluch. Die Hexe wurde ermordet, als sie 37 war. Ich habe recherchiert, Frau Schwarz. Alle ihre weiblichen Vorfahren starben mit 37 Jahren. Haben Sie die Hexe begraben, um den Fluch loszuwerden? Was ist die zweite Frage? Ich war gestern bei Georg. Er ist tot. Aber Sie glauben doch nicht, dass ich ihn getötet habe. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, was weiß ich? Vielleicht wollte er Ihr Schweigegeld nicht. Doch, das wollte er. Er war nur ein bisschen teurer als Sie. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, das Böse ist oft näher, als man glaubt. Wie geht's eigentlich Ihrem Freund? Hat er sich beruhigt oder ist er immer noch eifersüchtig? Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte. Und die Frau aber war gestorben. Gretel schüttete sein Schürzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende und sie lebten in lauter Freude zusammen. Mein Märchen ist aus, dort läuft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe daraus machen. Hilfe! Oh mein Gott! Hallo? Hallo, lassen Sie mich hier raus! Scheiße! Ich kann niemandem was sagen! Machen Sie den Kofferraum auf, ich kann nicht mehr! Ich krieg hier keine Luft! Hey? Hallo? Lassen Sie mich doch nicht alleine! Hallo! Hallo! Was wollen Sie von mir? Bitte, Sie tun mir doch... Wo bringen Sie mich denn jetzt hin? Hilfe! Oh Gott! Das ist alles. Mehr hat Anja nicht aufgenommen. Ich hoffe, jemand kann mir helfen oder hat einen Hinweis entdeckt, wo Anja sein könnte oder was mit ihr passiert ist. Ich brauche das für meinen Prozess. Ich bin doch kein Mörder. Ich habe sie nicht umgebracht. Helft mir. Bitte. Das war das spannende Hörspiel Die Wahrheit über Hänsel und Gretel von Bob Konrad und Markus Weber, nach Motiven von Hans Traxler, mit Marion Navrat als Anja Petschau, Friederik Böhle als Georg Ossek, Martin Clausen als Thorsten Hartlieb, Katharina Hoffmann als Katharina Schwarz, Christoph Jungmann als Dr. Beit, Thomas Chemnitz als Dr. Vermeulen sowie Sebastian Achilles, Clemens Buchholz, Ricardo Koppe, Katharina Quaschig, Marlies Ludwig, Karen Schulz-Fobach, Eckhard Weiß, Kathleen Gallego-Zapata, Carol Wenz, Carsten Wilhelm und Tom Wirkus. Sounddesign und Produktion Andreas Deile. Regieassistenz und Ton
Anja Penner. Regie: Die Autoren. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012.